Du arbeitest im kaufmännischen Bereich und willst dich nebenberuflich fortbilden? Sehr gute Entscheidung. In diesem Video stelle ich dir mal verschiedene Fortbildungsarten vor, was dafür und was dagegen spricht. Ja, ich arbeite im Personalbereich und deswegen kamen für mich prinzipiell drei Fortbildungsmöglichkeiten in Frage. Das erste wäre als Personalfachkaufmann. Ist ein Spezialist für Personalangelegenheiten im Unternehmen. Die zweite Möglichkeit wäre das allgemeine Studium an der VWA gewesen. Und die dritte Möglichkeit war der staatlich geprüfte Betriebswirt. Für den habe ich mich letztendlich entschieden. Und deswegen möchte ich dir jetzt erstmal ein paar Rahmendaten zum staatlich geprüften Betriebswirt geben. Also Voraussetzung, um an der Weiterbildung teilnehmen zu dürfen, ist eine kaufmännische Berufsausbildung mit einem Jahr Berufserfahrung. Minimum. Weniger geht nicht. Und diese Berufserfahrung kannst du allerdings auch während der Weiterbildung sammeln. Nehmen wir an, du hast ein halbes Jahr vorher ausgelernt, meldest dich zur Weiterbildung an. Und dieses letzte halbe Jahr, was dir fehlt, um zur Weiterbildung zugelassen zu werden, kannst du eben auch bei berufsbegleitenden Weiterbildungen parallel absolvieren. Ja, der staatlich geprüfte Betriebswirt oder die Weiterbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt teilt sich in zwei Teile auf. Das Grundstudium, da bekommst du erstmal einen Einblick in alle möglichen wirtschaftlichen Fächer. Du machst Grundlagen in Personal, Marketing, Controlling und Logistik. Parallel dazu bekommst du Unterricht in Deutsch, Englisch und Mathematik, auch EDV. Ist also erstmal recht generalistisch angelegt und bei der nebenberuflichen Weiterbildung bekommst du nach anderthalb Jahren das Zwischenzeugnis, da ist die Weiterbildung halb rum und da darfst du dir eine 5 leisten, die du ausgleichen kannst. Und wenn du 2 Fünfen in deinem Zeugnis hast, dann ist die Weiterbildung leider vorbei. Ja, diese Unterbrechung ist insgesamt auch ganz sinnvoll, weil wenn du das Grundstudium erfolgreich abgeschlossen hast und du musst deine Weiterbildung aus welchen Gründen auch immer unterbrechen, dann kannst du später im Hauptstudium fortfahren. Also du musst nicht komplett bei Null anfangen. Sehr, sehr sinnvoll. Ja, wie der Name staatlich geprüfter Betriebswirt schon sagt, du wirst am Ende der Weiterbildung staatlich geprüft. Bei uns waren das 2 Prüfungen a 6 Schulstunden, also 4,5 Zeitstunden. Am ersten Prüfungstag wirst du geprüft in VWL, BWL, Rechnungswesen. Und das schwankt stellenweise von Bundesland zu Bundesland und von Schule zu Schule. Aber mit dieser Prüfung kannst du rechnen. Und im zweiten Prüfungstag sind wiederum 6 Schulstunden, also 4,5 Zeitstunden. Da wirst du dann in dem jeweiligen Schwerpunkt geprüft. Bei uns standen als Schwerpunkte zur Auswahl Controlling, Logistik, Marketing und Personal. Ich habe, wie gesagt, Personal gewählt. Und die Prüfung war kernig, muss ich dir sagen. Also am ersten Prüfungstag, die 4,5 Zeitstunden, ich habe wirklich komplett durchgeschrieben und habe mit der letzten Minute meine Prüfung beendet, musste direkt abgeben. Also es war wirklich viel, es war schwer und ich habe geschrieben, geschrieben, geschrieben. Gut, dadurch, dass die Prüfung nicht gerade einfach ist, hat man natürlich auch was in der Hand, wenn man abgeschlossen hat. Ist ganz wichtig, dann sieht ein potenziell zukünftiger Arbeitgeber, dass man was getan hat. Und von den Kosten her, die sind dadurch, dass du die Weiterbildung an einer staatlichen Schule machst, überschaubar. Bei mir waren das einmal 90 Euro allgemeine Verwaltungsgebühren und 10 Euro für ein englisches Workbook, also 100 Euro. Das sieht bei den ganzen oder bei den anderen Weiterbildungen wirklich ganz anders aus. Die sind deutlich teurer, aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ja, die Vorteile von dem staatlich geprüften Betriebswirt sind natürlich dadurch, dass das Regelwerk, dass der ganze Studieninhalt staatlich vorgegeben ist und man von verbeamteten Lehrkräften am Ende geprüft wird, dass diese Prüfung wirklich überall anerkannt wird. Nehmen wir an, du willst mal Beamter werden, dann hast du mit dieser Weiterbildung wirklich was in der Hand. Und vom Unterrichtsstoff sind 2.400 Schulstunden vorgegeben. Das Ganze bei uns in Hessen, kann auch wiederum in anderen Bundesländern unterschiedlich sein, aber diese Größenordnung musst du rechnen. Und um es auf einen kleineren Nenner runterzubrechen, also bei mir stand Unterricht in der Woche montags und mittwochs an, von 17 bis 21 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr. Stellenweise machen die Schulen so, dass zum Beispiel von Montag bis Donnerstag Unterricht angeboten wird. Meine Weiterbildung hat 3 Jahre gedauert. Andere Schulen nehmen sich 3 oder 4 Jahre Zeit. Kommt immer drauf an. Ist eine Einzelfallentscheidung. Aber so weißt du schon mal ungefähr, was auf dich zukommt an Arbeitsaufwand. Und neben den Schulzeiten musst du natürlich noch rechnen: Hausaufgaben, Klausurvorbereitung und eventuell Präsentationen.
Kombinationen. Die nächste Möglichkeit der Weiterbildung wäre ja Personalfachkaufmann für mich gewesen. Wie eben gesagt, Personalfachkaufleute sind Spezialisten im Personalwesen. Bei der Weiterbildung ist es so, die dauert ungefähr 18 Monate mit 500 Unterrichtsstunden. Wie gesagt, es sind immer Richtwerte. Je nach Bildungsanbieter ist das unterschiedlich. Voraussetzung sind 2 Jahre berufsrelevante Praxis im betrieblichen Personalwesen und eine kaufmännische Ausbildung. Die Kosten liegen bei ungefähr 3.000 Euro. Du merkst im Vergleich zu dem staatlich geprüften Betriebswirt mit seinen 100 Euro doch schon mal deutlich mehr. Und der Personalfachmann wird in verschiedenen Personalfunktionen eingesetzt, also Personalentwicklung, Personalbetreuung, Personalcontrolling, je nachdem, wo da der persönliche Interessenschwerpunkt liegt. Und man kann immer sagen, je größer ein Unternehmen ist, desto höher ist die Arbeitsteilung. Also in Großunternehmen wirst du eben nur einen Teil übernehmen, Personalentwicklung, Personalcontrolling, wie auch immer. Und bei mittelständischen oder kleineren Unternehmen wirst du auch eine generalistische Funktion wahrnehmen. Das heißt also, du bist dann der Personaler und bist für alles, was mit Personalarbeit zuständig ist, zu tun hat, zuständig. Ja, welchen Vorteil bringt es? Also ebenso wie der staatlich geprüfte Betriebswirt ist auch diese Weiterbildung staatlich anerkannt. Dir steht da möglicherweise ein Weg ins Beamtenverhältnis offen, wenn du daran Interesse hast. Und auch andere Unternehmen, die Wert auf staatliche Anerkennung legen, die werden das eben entsprechend anerkennen. Von daher eine gute Weiterbildung, tendenziell so ein bisschen spezialisierter als der staatlich geprüfte Betriebswirt, aber durchaus zu empfehlen. Derzeit gibt es einen relativ starken Trend zu privaten Bildungsanbietern, die ein Universitätsstudium neben dem Beruf anbieten. Da ist es so, die engagieren Dozenten von den Universitäten, Doktoren, Professoren, die entsprechend in den Abendstunden unterrichten. Ist grundsätzlich erstmal wichtig, um eine Qualität zu gewährleisten. Also der Professor, der morgens an der Uni steht, steht dann abends an der VWA und unterrichtet praktisch das Gleiche. Und das hat verschiedene Vor-, aber auch Nachteile. Also der Vorteil ist eben, du sammelst parallel Berufserfahrungen, wie bei jeder nebenberuflichen Weiterbildung. Du wirst von qualifiziertem Personal ausgebildet und du kannst eben ja natürlich noch Geld verdienen. Das sind schon mal Vorteile. Was ist der Nachteil von sowas? Also nicht jeder private Bildungsanbieter ist akkreditiert, also die Weiterbildung ist nicht zwangsläufig staatlich anerkannt. Ist immer eine Einzelfallentscheidung, aber es kann dir durchaus passieren, wenn du die Weiterbildung machst, willst in eine Beamtenlaufbahn einsteigen, dann kann es passieren, dass dir diese Weiterbildung nicht anerkannt wird und du praktisch nichts in der Hand hast. Kann durchaus passieren. Ich würde das Ganze mal anhand von einem VWA-Studium veranschaulichen. Also das Studium ist zunächst mal dreiteilig gegliedert. Nach einem Jahr bekommst du eine fachspezifische Weiterbildung bescheinigt, also Einkaufsökonom, Personalmanagementökonom, wie auch immer. Nach 3 Jahren wirst du Betriebswirt mit dem Zusatz Betriebswirt in Klammern VWA. Der ist so in etwa dem staatlich geprüften Betriebswirt gleichgestellt. Und nach 9 Semestern, also 4,5 Jahren, kannst du dann Bachelor werden. Das auch wiederum mit dem Zusatz VWA. Und dann kannst du eben durchaus was in der Hand haben. Viele namhafte Firmen schicken ihre Mitarbeiter auf die VWAs, um sie weiterzubilden. Und das wird dann auch ganz normal anerkannt. Ja, eine Möglichkeit gibt es noch. Wie gesagt, nach 6 Semestern bist du dann Betriebswirt VWA, musst noch 3 Semester aufsatteln zum Bachelor VWA. Die Vorleistungen vom staatlich geprüften Betriebswirt werden dir bei dieser Weiterbildung aber anerkannt. Wenn du zum Beispiel dort als staatlich geprüfter Betriebswirt in dein Studium einsteigst, dann musst du zusätzlich nur noch das 6. Semester machen, plus 3 Semester, und dann kannst du Bachelor VWA werden. Somit hast du im Prinzip 2 Vorteile. Die Kosten oder die Ausbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt ist wesentlich günstiger als an der VWA. Du musst nur 1 Semester Zeit investieren und bekommst trotzdem letztendlich den gleichen Abschluss und hast nebenher die staatliche Anerkennung des staatlich geprüften Betriebswirts. Das wäre durchaus ein Denkansatz, den ich dir mal ans Herz legen würde. Musst du letztendlich wissen, ob das was für dich wäre, aber das kann man natürlich durchaus mal versuchen. Soviel erstmal zu den grundsätzlichen Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich gebe hier aus gutem Grund kein Fazit, weil ich möchte dir einfach mal die verschiedenen Möglichkeiten ans Herz legen.
Letztendlich ist es natürlich immer eine Einzelfallentscheidung von dir, welchen Weg der Weiterbildung du wählst. Aber deswegen habe ich hier mal die verschiedenen Arten vorgestellt, ein bisschen Pro und Contra gegeben, damit ich dir die Entscheidungsfindung so ein bisschen erleichtere. Letztendlich musst du wissen, was du willst. Empfehlen würde ich dir natürlich auch, spreche im Vorfeld mit deinem aktuellen Arbeitgeber, was er so meint, welche Weiterbildung dir bzw. dem Unternehmen die meisten Vorteile bringen würde. Und da kommst du mit Sicherheit zu einer sehr guten Entscheidung. Ja, ansonsten für die verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es auch noch steuerliche Erleichterungen. Zum Beispiel, wenn du zur Schule fährst, kannst du die Anfahrt geltend machen. Du kannst Kilometer für Lerngemeinschaften bei der Steuer angeben und du kannst auch Lernmaterialien wie einen Computer angeben. Dazu findest du unter dem Video nochmal einen Link, wo ich da näher drauf eingehe, was du alles ansetzen kannst. Und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video.